Grüß euch, Freunde, bei meinem neuen Vlog, wo ich mich heute mit der Fahrphysik und dem richtigen Kurvenfahren beschäftigen möchte. Dieses Video richtet sich an Anfänger und auch an Fortgeschrittene. Ich hoffe, es ist für jeden etwas dabei. Ich bin selbst 8 Jahre 600 Supersport Cup gefahren, wo man natürlich sehr viel über die Physik, die Mechanik und die Fahrtechnik lernt. Ein Motorrad unterscheidet sich vollständig von einem Auto, das werden die meisten ja ohnehin wissen. Die Art, wie ein Motorrad fährt, wird durch die Kreiselkräfte der Reifen bestimmt und die Geometrie des Fahrwerks. Wenn ich mir jetzt vorstelle, bei einem Motorrad vorne der Winkel der Gabel und der Nachlauf des Vorderrades bestimmen die Agilität und die Länge des Radschirms natürlich auch und die Länge der Schwinge bestimmt, wie viel Grip ich beim Motorrad hinten am Hinterrad beim Beschleunigen habe. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bremse, dann wandert der Schwerpunkt nach vorne, die Gabel sinkt ein. Dadurch wird der Winkel der Gabel steiler und der Nachlauf kürzer. Das heißt, das Motorrad wird im Kurveneingang dadurch agiler. Ich kann also auf der Bremse, auf der Vorderradbremse in eine Kurve fahrend, das Motorrad viel besser ausrichten und viel exakter und schneller in die Kurve einlenken und in die richtige Schräglage kommen. Hinten natürlich hebt sich durch die Schwerpunktverschiebung das Heck. Der Radstand wird dadurch kürzer, weil die Schwinge nach unten geht. Hinten brauche ich aber beim Hineinfahren in die Kurve ohnehin nicht viel Grip, daher ist das noch vernachlässigbar. Eine andere Auswirkung hat die Kette auf das Fahrwerk, die Antriebskette des Motorrades, die nämlich auch eine Kraft nach oben bewirkt und beim Beschleunigen das Hinterrad zum Heck hinaufzieht, dadurch auch die Feder etwas vorspannt. Die Schwinge beim Beschleunigen geht daher nach oben, der Radstand wird wieder länger und ich habe beim Beschleunigen dann am Hinterrad mehr Grip. Wie fahre ich jetzt also richtig durch eine Kurve? Wichtig ist vielleicht zu wissen, dass Motorräder es nicht mögen, wenn sie sich in einer Rollphase befinden. Rollphase bedeutet, es ist kein Zug auf der Kette, es ist zum Beispiel die Kupplung gezogen oder möglicherweise der Leerlauf drinnen oder ein Zwischenleerlauf reingesprungen. Das kennt ihr vielleicht schon, habt ihr mal erlebt. Wenn in der Kurve der Gang nicht drinnen ist, dann fährt das Ganze sehr instabil. Das liegt eben in der Physik des Motorrades, dass am Hinterrad immer ein Zug oder Schub sein sollte, damit das Fahrwerk stabil ist und die Geometrie so arbeitet, wie sie arbeiten soll. Das heißt, man bremst mit dem Motorrad bis zum Scheitel. Der Scheitel der Motorradlinie ist ja bekanntlich etwas hinter dem eigentlichen geometrischen Scheitel einer Kurve, weil wir Kurven hinterschneiden. Das schauen wir uns dann später in der Praxis im Video an. Ich werde dann eine Strecke fahren, wo ich das hoffentlich gut demonstrieren kann. Das heißt, bis zu diesem spätgesetzten Scheitel bremsen wir und ab dem Scheitel geben wir wieder Gas. Bremsen tut man normalerweise nur vorne. Hinten braucht man nicht mitbremsen. Manche ABS-Systeme machen es automatisch, dass sie hinten leicht mitbremsen. Ich sage bei den Fahrsicherheitstrainings den Leuten immer, sie sollen lieber hinten nicht mitbremsen, weil sie so eine Schreckbremsung und ein blockiertes Hinterrad bei einem Motorrad ohne ABS vermeiden können. Ja? Die Hinterbremse benutze ich eigentlich nur, wenn es sehr steil zu einer Kehre hingeht oder im Nassen oder auf Schotter. Dann bremse ich hinten leicht mit. Ansonsten bitte nur vorne bremsen, man muss sich dann auch auf weniger Hand- und Fußbewegungen konzentrieren. Denn das Heck wird beim Bremsen ohnehin sehr leicht und das Hinterrad verliert dann relativ schnell an Grip. Was ihr auf jeden Fall schon machen solltet, ist die Motorbremse mit zu benutzen. Ja? Bei diesem Motorrad hier, das ist ein Einzylinder mit sehr viel Hubraum, das hat eine sehr starke Motorbremswirkung. Also wenn ich hier normal im gemütlichen Landstraßentempo unterwegs bin, dann brauche ich die Bremse sehr wenig eigentlich und mache sehr viel mit Runterschalten.
bremst dann wirklich nur kurz zum Scheitel hin, um das Motorrad auszurichten. Und ab dem Scheitel gibt man wieder Gas. Man gibt langsam Gas, nicht ruckartig. Wobei bei den neuen Motorrädern, die haben ja alle eine Traktionskontrolle, da kann man sogar grob motorisch einfach einschenken und es wird auch nichts passieren. Aber ein schönes Fahren ist es nicht. Also die Bewegungen sollten weich laufen und fließender Übergang von der Brems- zur Beschleunigungsphase. Nicht rollen lassen, das Motorrad, nicht die Kupplung lange gezogen lassen und wirklich bis in die Kurve hineinbremsen. Nicht wie beim Auto vor dem Einlenken die Bremse lösen. Wie lenkt man richtig ein? Das ist auch etwas, was man wahrscheinlich schon in der Fahrschule gehört hat, durch das sogenannte Gegenlenken. Das Motorrad wird durch die Kreiselkräfte der Reifen geradeaus gehalten und lenkt nicht gerne in eine Kurve ein. Man muss es dazu in die Kurve legen. Das machen wir eigentlich automatisch. Passieren tut das so, wenn ich in eine Linkskurve fahren möchte, dann muss ich links am Lenker antauchen. Also einen Schubser nach vorne geben, ganz wenig. Dann fällt das Motorrad nach links um und ich habe die Schräglage, die ich möchte und kann dann mit einer leichten Linkslenkbewegung das Motorrad in der Kurve halten. Anmerkung zu meiner Fahrtechnik. Ich fahre schon sehr lange Motorrad und bin auch Rennen gefahren zu einer Zeit, als es noch keine elektronischen Hilfsmittel gab. Auch dieses Motorrad hier hat keinen Quickshifter, das heißt kein Schaltautomat. Ich muss manuell die Kupplung betätigen und hinauf und hinunter schalten. Und ich verwende beim Hinunterschalten immer einen Zwischengasstoß, also fast immer. Zwischengas ist es eigentlich nicht, es ist ein Rev-Matching, sagen die Amerikaner, also ein Anpassen der Drehzahlen. Das heißt, während ich bremse und die Kupplung betätige und den nächsten niedrigeren Gang einlege, gebe ich einen kurzen Gasstoß. Das hilft dem Getriebe, den Gang einzulegen und den Motor auf höhere Drehzahl zu bringen, damit das Einkuppeln des nächsten niedrigeren Ganges weicher passiert und das Hinterrad nicht so starke Verzögerung erfährt. Moderne Motorräder, wie gesagt, haben eine Anti-Hopping-Kupplung und einen Schaltautomaten, da geht es so fließend und so schön. Ich würde aber meine alte Technik, glaube ich, nicht umstellen, weil das ist bei mir übergegangen. Ich kann es gar nicht anders oder ich mache es nie anders. Und Schaltvorgang geht sehr schnell, also die Kupplung wird wirklich nur ganz kurz gezogen. Die einzige Schwierigkeit ist, und das lernt man eben durchs Rennfahren, ist, während der Bremsdruck, der hohe Bremsdruck aufgebaut ist, den Gasstoß zu geben, ohne den Bremsdruck zu verändern. Probiert es einmal aus, also wenn ihr keinen Schaltautomaten habt oder so, ist das die weichere, schnellere und auch sicherere Technik. So, genug theoretisches Gelaber. Ich hoffe, da war jetzt für alle was dabei. Schauen wir uns das dann hier in der Nähe auf einer schönen Kurvenstrecke an, wie das in der Praxis ausschaut. Ja, hier sind wir jetzt an einer schönen Strecke von Kirchberg am Wechsel nach zum Ramswirt hinauf und dann rüber nach Glocknitz. Ich möchte das jetzt hier vorzeigen mit der Kurvenlinie außen, später Scheitel außen. Wichtig bitte, die Begrenzungslinien gelten für das gesamte Fahrzeug mit dem Fahrer oder dem Beifahrer, nicht nur für die Reifen. Schaut also, dass er nicht hinausragt. Und ja, ich fahre das jetzt mal vor und nachher möchte ich das vielleicht mit dem Schalten auch noch zeigen. Später Scheitel.
Ich hoffe, man konnte das gut sehen. Es gibt keine Rollphasen. Also entweder ich fahre auf der Bremse oder mit der Motorbremse in die Kurve rein und beginne dann aber schon wieder Gas zu geben. Bei längeren Kurven gibt es manchmal zwei Scheitel, das haben wir jetzt auch gesehen. Hier runter geht es jetzt sehr steil und schmal. Da kann man das vielleicht mit dem Zwischengas oder den Kuppeln kurz zeigen. Generell hinaufschalten kann man bei den meisten Motorrädern ohne Kupplung. Da brauche ich nur beschleunigen. Und mit einem kurzen Gasstoß, also kurz Gas nutzen und den neuen Gang reintreten. Ich zeige das nochmal. Ja, wie mache ich das mit dem Zwischengas runterschalten? Ich bremse, kupple und gebe gleichzeitig mit dem Kuppeln und dem Schaltvorgang einen kurzen Gasstoß. Nochmal, Kupplung, Hand. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt was mitnehmen von dem Video und es war für jeden was dabei. Wenn ihr noch Fragen habt oder Kritik, zum Beispiel euer Spinst hinten nicht bremsen oder verwirr uns nicht mit dem blöden Zwischengas, das braucht kein Mensch, dann schreibt es mir unten in die Kommentare rein, bitte. Ja, etwas noch vielleicht, ich fahre, ich sag mal, normale Schräglagen, nicht extrem bis ans Limit. Wir sind ja hier auf der Straße, nicht auf der Rennstrecke. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Sicherheitspunkt oder ein Sicherheitsplus für euch, wenn ihr Zweifel habt in einer Kurve und ihr habt Angst, dass es nicht ausgeht, weil ihr zu schnell seid. Immer mehr umlegen. Ihr habt auf jeden Fall Schräglagenreserven. Man fährt ja nicht mit dem Fußraster am Boden. Also da geht immer noch was. Ja? Bevor ihr rausfahrt in die Pampa, in die Felswand, in den LKW, legt mehr um. Okay, ciao.